Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark Survival World. Danke, dass ihr eingeschaltet habt bei mir. Wie es ihr eigentlich schon seht, ist dabei wieder Techlight. Guten Tag. Und leider Gottes hat uns Andi eben halt verlassen, so wie letzte Folge. Ja. So, wir sind immer noch am Gucken nach einem ordentlichen Alpha. Ja, den Necro haben wir auch gefunden. Er stand quasi 10 Meter vor uns. Wir haben... Also, ich habe Stunden gesucht. Na, lüg doch mal nicht so dreckig rum. Okay, er hat mich gefunden. Du bist auf K gegangen, hast was zu trinken geholt. Wo war denn jetzt eigentlich der Berg, wo die ganzen Alphas im rumschwirrten? War das hier? Nee, es war noch weiter oben. Noch weiter, oh. So, wie schon gesagt, immer noch auf der Suche nach Alpha-Sauriern, wie zum Beispiel Alpha-Rex, Alpha-Raptor, Alphas. Carno. Carno. Gefunden haben wir noch keinen. Alter, ich habe nur durch Fallschaden habe ich über 300 Leben verloren. Ich hab auch Fallschaden gekriegt, aber fast gar nichts. Na, du musst hart drücken, dann siehst du die Stats. Wie Kälte, Ausdauer, Leben, Hunger. Hallo. Erfahrung. Das ist krass. Oh, was haben wir denn da unten? Schönes Wackeln. So, und auf ein neues. Hallo und herzlich willkommen bei Spino gegen Rex. Rex. Ah, das erinnert mich irgendwie gerade an Minecraft. Darf ich auch beißen? Ach, hinter dir ist noch ein Rex. Das sind ja zwei Rex und für beide einen hier. Mampf. So. Oh. Level 27 war der. Was? Oh. Da ist noch einer. So, mal kurz Level abmachen. So, 166,8 Hit, also Base der Marke. Komm schon. Ja, Level 3 Rex. Weg damit. Ist ja süß. Ich habe mich gerade gegen Level 27 angelegt. Da hinten ist noch ein Karno. So, jetzt muss ich meinem Kleiner aber was zu futtern geben. Ich wäre immer noch angegriffen von irgendwas. Ein Skorpion hier. Von einem Raptor, ernsthaft? Ernsthaft? Das erinnert mich wieder an League of Legends mit dem Schokat. So, wie viel Schaden hast du eigentlich machst du mittlerweile? 166. Ich weiß, okay, es wenig. Ja, ich mache 160. Ich gehe da mal ein bisschen auf Heilung, ne? Aber nur auf Leben. Wie viel Leben hast denn du? 1100. Na gut, ich habe 1600 mit dem. Ja. Aber wenn ich das mal anguckt, ne? Also die. Das waren noch nicht mal Alphas. Die zwei Rexe, die haben mir schon ganz schön das war gut. Na gut, es waren zwei Rexe, dann war es noch zwei Brontos, ein Raptor. Die haben aber trotzdem ganz schön. Ich habe nur noch 971 Leben von 1600. Okay, das ist viel. Also viel verloren. Ja. So, aber zum Glück habe ich hier Prime Meat. Hey, halt das denn besser? Ja. Okay, ich habe auch Prime Meat. Deswegen... Ich habe hier noch so 20 Prime Meat. Was ist das hier? Aber ich bin voll geheilt quasi. Das ist wieder. Oh, davon ist ein Spino. Okay. Davon ist ein Spino. Ich habe ein neues Rezept gefunden. Okay, was für ein Rezept? Ja, zum Kochen. Skin Spino, cool. Das ist ein Karno. Ach, dort. Ja. Das sieht aus wie deiner. Ja, könnten Geschwister sein. Attacke. Spino versus Spino versus Spino. Ach, oh, Level 10. Kann ja nix.
Der Lappen. Ohne Witz, ich glaube, wir sollten nicht so die große Klappe haben. Vor allen Dingen, weil wir jetzt eigentlich langsam auf das Gebiet von Alphas zu rennen. Okay. Davon sind aber noch zwei Brontos. Ich muss, ich will nicht mal Stim- Okay. Alpha Rex, okay. Sollen wir die Spinos hier lassen? Warum? Dann überleben die vielleicht. Und ich brauche sowieso keinen Spino für meinen Raketenwerfer. Boah, Schwaken. Ich weiß aber auch nicht, was er für ein Leben hat. Auch nicht. Soll ich die mal von weitem anschießen? Also irgendwie geht mir ja gerade Arsch auf Grund, da ist aber da ist alleine. Okay, der kommt. Oder? Wo denn? Nee, der doch, jetzt. Wald. Also ist der schnell. So, das nehme ich noch ein Korne. Aber normaler, ne? Ja, ja. Guck, hier vorne sind die Vögel, die ich meine. No. Diese Rennviecher. Die Strauße. Ja, soll ich da mal mit der Dings drauf? Haben wir mit der Haubitze drauf, genau. Moment, stopp! Was denn? Da hinten ist noch ein T-Rex, den müssen wir zuerst erledigen. Hinten wenn du einen angreifst, lockst du ja automatisch den anderen mit an. Ja, ne? Das ist das Problem und die kriegen eben halt einen Bonus. Mal was testen. Na, warte, ich muss den eben ein Stückchen weg. Ich muss den hier, dass der aufhört wegzurennen, wenn ich absteige. Du musst pfeifen, die sind immer noch alle bitte auf mich geeicht. Ah nee, das ist ja dieses Wandern aktiviert. Ja. Stimmt. So, disenable wandering. Okay. Okay, der Alpha Rex, ich glaube, der backt da fest. Echt? Alles geht mit euch kaputt hier. Ja, danke. Der backt da fest? Dann hört sie erstmal den Non-Alpha. Ja. Ach, und der kommt, glaube ich. Nee, der flüchtet. Ja, der hat schon derbe Damage gekriegt. Achtung, er ist wieder frei. Der Alpha ist frei. Oh, shit. Er kommt. Nee, der kommt nicht. Rennt weg. Der geht weg. Der andere kommt aber. Jetzt kommt der Alpha. Nee, der Alpha hat ab. Ich seh den nicht. Der Alpha, der ist da hinten. Das Problem ist, ich kann ja gerade auch nicht schießen und gleichzeitig mich um den Kano, mit dem Spino hier kümmern, ne? Um deinen? Ja. Warte mal, dann bleib mal drauf sitzen. Achtung, du wirst von dem Karl angegriffen. Dann kommen wir zu mir. Ich deaktiviere mal das Wandern bei dir. Nee, das Deaktivieren habe ich. Das Wandern habe ich schon deaktiviert. Aber ich will ja den Alpha abschießen. Aber das kann ich nicht, wenn ich auf dem Spino sitze. Ich steig mal kurz ab. Plus aufsteigen, aufstehen, danke. Enable Wandering. So, neutral und der steht jetzt auf passiv. Also der greift nie an, wenn du angreifst. Der greift nicht an, wenn ich angreife. Richtig, dort ist er wieder. Der Alpha. Na, feuer ab das Ding. Okay, da musst du mal eben kurz weg. Nein, jetzt bewegt er sich wieder. Jetzt steht er wieder. Hast du geschossen? Ja. LOL! Aber das Ding geht ja nach unten. Geh, lauf mal ein Stückchen nach vorne, bitte. Na, Ballistik, na klar. Okay. Weiß nicht, von hier aus treffe ich den nicht.
Ja, da rennt jetzt auch wieder hoch. Rein theoretisch müssen wir den ins Wasser locken. Ja, ins tiefe Wasser. Da ist er schon langsam und lahm. Und erst um die Raptoren kümmern. Ich probiere es nochmal. Headshot. Passt. Ernsthaft, der hat das getroffen? Ach, dort bist du. Also bei mir ist es hier direkt neben mir explodiert. Den glaube ich gar nicht. Aber nur noch 3 Schuss. Lass den Spino jetzt mal hier stehen. Holt der Bug da fest? Sieht so aus, als würde der festbacken, ne? Oder weiter den Berg hoch und von oben drauf knallen? Nee, riskieren wir nicht zu viel. Ich würde gerne wissen, was der für ein Level hat. Wenn wir von hier aus nochmal schießen? Das ist ein Riesenvieh, ey. Na, schieß mal von dort. Ich glaube, du durfst einen 1000% nicht treffen, außer du schießt Haus hoch daneben. Das hat getroffen. Aber volle. Ja, bei mir sah das aus, als wäre der daneben gegangen. Nee, nee. Shit, das. Ich hab nee, keine. Nee, das, ja, der das, war daneben. Das lose. Jetzt backt er richtig tief drin in der Kacke. Komm, 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 Kleiner, du schaffst das, Chaka. Schön im Arschloch ummehren. Alter, wie viel Glück kann man haben? Ja, das ist jetzt echt mehr Glück als Verstand. Aber denk dran, das kann jetzt lange dauern. Raptor, Spino, Dillo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt. Alter! Macht der Damage bei dir? Ich habe nur noch halbes Leben. Okay, ich bin gleich tot, glaube ich. Okay, Rückzug. Also, nee, ich hab keine Stamina mehr. Ich auch nie. Okay, das ist tot. Ist er tot? Meiner. Achso. Und ich bin's auch. Also da ist bloß Level 2. Ja, es war ja geplant. Also dass wir wussten ja, dass wir darauf gehen. Irgendwo haben wir es ja schon geahnt. Jetzt bin ich schon noch in Kometszimmer aufgewacht. LOL. Das bedeutet, wir müssen uns wirklich jetzt um das Ei kümmern. Das darf nicht kaputt gehen, das muss fertig ausbrüten. Also ich habe letztens geschafft, einen Alpha Rex zu ertrinken zu lassen. Okay. Also das funktioniert wohl. Na, es war ein Versuch wert. Und mit denen leider Gottes traurig. Hast du es eigentlich überlebt? Ja, nein. Ein Skorpion. Und mit den traurigen Bildern möchte ich mich jetzt erstmal von euch wieder verabschieden. Wir sind schon wieder am Folgenende. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Nein, ich renne hier ein Vieh in.
nacheinander in die Arme. Kann ich jetzt erstmal abmoderieren? Ja. Danke. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns um Feedback freuen. Das schließt eigentlich alles dreist mit ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Gucken und dann einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dann tschüss. Und rein. Ciao.